Herr Magister Fegal ist Geologe des Landes Salzburg. Herr Magister, es ist heute in den Morgenstunden zu einem Erdrutsch gekommen auf der Dientner Landestraße zwischen Dienten und Lenz. Wie ist die Situation? Was ist da genau passiert? Wir haben gestern am Abend sehr starke Niederschläge hier in Dienten gehabt, die sich auch heute über den Vormittag eigentlich hingezogen haben. Und die haben zusammen mit der Schneeschmelze dann so hohen Wasserandrang verursacht, dass ungefähr 150 Meter oberhalb der Landesstraße eine Rutschung ausgelöst wurde. Gegenüber ist ein Wohngebäude. War das in Gefahr? Das Wohngebäude war nicht in Gefahr. Gefährdet ist die Landesstraße und die ist verschüttet und wird jetzt auch gesperrt bleiben. Das Ausmaß, wie viel Kubikmeter an Geröll, Bäumen und so weiter, schätzen Sie? Es sind zwei Bäume heruntergestürzt und es sind ungefähr 30 Kubikmeter Material, die jetzt im Bereich der Straße abgelagert sind. Wie lange wird die Sperre dauern? Gibt es noch eine weitere Gefährdung? Es gibt noch eine weitere Gefährdung direkt aus den Abbruchbereichen, in denen einfach noch Material vorhanden ist, das beräumt werden muss. Es gibt auch eine Gefährdung, nachdem das Schutzbauwerk mittlerweile zerstört ist. Und von dem her werden wir von einer Sperrung von etwa drei Wochen ausgehen müssen.